herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Wo hatten wir jetzt den LKW hin? Gleich dahin? War doch irgendwo hier. Bestimmt irgendwo in die Scheune gestellt. So, dann fahre ich nämlich mal schnell in den Wald. Und hol den Annaburger. Jetzt läuft es wieder, ja. Das ist so unglaublich. Wenn du nur einen Mitarbeiter hast, dann kommst du so viel besser vorwärts. Jetzt kann ich auch mal gleich gucken, ob die Polente hier den die Holzscheitel abgeholt hat. Geschrieben, dass er hier oder angerufen und gesagt, dass er hier ist, ey. So ein Held. Was da los ist. Ich bin mal gespannt, ob das mit dem Elefantengras funktioniert, was wir letzte Woche gehäckselt haben. Ich habe natürlich die Frage von dem Oberhauser schon verstanden, ob ich zufrieden bin. Und ja, er wird schon ein bisschen Geld kriegen. Weißt du nicht wie viel? Warte mal, ich fahre andersrum. Ja, warte mal, beim Diesel habe ich doch auch noch Elefanten was liegen. Ne? Ich glaube, das hole ich dann mal mit einem großen, wenn bei mir hier leer ist.
Man muss auch mal gucken, ob Karton. Na ne, habe ich letzte Woche einfüllen lassen. Karton habe ich einfüllen lassen. Hallo. Scheitel habe ich doch bestimmt schon wieder welche, oder? 8000. Das reicht, um zwei weitere Paletten auszulagern. Holzkohle habe ich halt tatsächlich gerade nicht mehr so viel. Habe ich ein bisschen geschludert, was die Produktion angeht. Beziehungsweise ich kam ja auch einfach nicht dazu. Also ja, sollen doch nie, ey. Die letzten Male war immer so gut. Uiuiui. Ja, ich werde jetzt natürlich hinten die Holzscheite wieder einlagern. Bezahlt sind sie von der Gemeinde, aber die muss dann noch einer abholen. Wer auch immer das machen möchte, ist mir wurscht. Eigentlich soll ich auch mal. Ja nee, ich transportiere nicht. Produzieren. Ich dachte gerade, ich könnte ja auch mal den Transport abrechnen, aber ich transportiere nicht. Also,
Muss ich da auch keinen Transport abrechnen? Ich habe eigentlich keinen Bock, irgendwie einen Betrugsversuch zu starten. Sondern ich packe die einfach nur wieder ins Lager. Damit die hier nicht rumstehen. Und das funktioniert. Was gerade noch nicht so gut aussieht. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, Diesel sät jetzt bei mir an. Der ist schon mal ziemlich gut. Das ging aber auch gut hier. Das ist immer so ärgerlich, wenn da Paletten runterfallen. Ist vor allem ärgerlich, dass der einfach hier die Paletten nicht abgeholt hat. Macht hier Stress, dass er Paletten braucht und dann holt er sie nicht ab.
hängt jetzt hier ein bisschen fest. Schlimmer wie Glatteis. Ich muss jetzt leider hier irgendwie probieren, die rauszukriegen. Aber ich glaube, die will nicht. In der nächsten Version der Grünfelder Lande werden solche Problemchen, solche Bugs behoben sein. Ist mir jetzt wurscht. Lass mal einfach so. Moment, nee, warte mal. Ich glaube, ich kann bei den Leerpalettenproduktionen mal wieder was einfüllen. Klingelingeling. Hallo, ist der Norman? Jo, Folge hier, servus. Hey, moin. Wo ist denn der Jäger hin? Der wollte ja Dings Paletten abholen, der kam nicht. Der kam nicht? Nö. Achso, der musste ganz schnell los. Hier steht der. Hier steht gar nichts. Kein Anhänger, nix. Da muss ich mich kurz mal schlau machen, wo der steht, weil. Aber ich habe auch keine Zeit, die zu verladen. Nee, alles gut. Kümmere ich mich selber drum. Gut. Dann aber nochmal Bescheid geben, weil ich habe die jetzt wieder eingepackt. Ja, okay. Ich fahre gleich nochmal los. Gut, bis dann. Dann. Bezahlt sind sie. Ja, das hat er mir auch schon gesagt. Gut. Also, ciao. Ciao. Oder einfach weg. So, dann machen wir die Bretterpaletten gerade mal drüben wieder rein bei der Leerpalettenproduktion. Diesel hat ja auch gemeint, er bräuchte welche, aber wann der so weit ist, dass er da wirklich welche braucht, bin ich mal gespannt. Das kann wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern. Aber nur ja, wenn er welche braucht, dann habe ich auf jeden Fall welche. Ich meine, dass ich auch noch welche im Lager drin habe, sollte kein Problem sein. Ich bedanke mich bei euch jetzt erstmal wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.